hatte ich heute ja geplant, dass ein neues Frisurreihe-Video kommt, nämlich das Holz abwärts. In der Theorie wäre das auch gekommen. Wir waren sogar in der Praxis auch sehr fleißig. Aber ich weiß nicht, wo der Fehler war. Es ist kein Ton aufgenommen worden. Deshalb wird es dann nächste Woche online kommen. Und jetzt habe ich einen schönen Vlog für euch. Viel Spaß! Hallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich hoffe, ich hätte hier kein Mikro. Und ja, ich bin gerade am Stall angekommen, suche jetzt gerade meine Trainerin, weil wir das Video für morgen heute, weil wir ein Video drehen wollen. Ja, ich glaube, ich höre sie schon. Mal schauen. So, wir haben gerade schon gedreht, da steht noch die Kamera. Die räume ich jetzt noch auf und dann werde ich vielleicht mal den Robinho holen. Ich weiß noch gar nicht genau, was ich mit dem mache, weil es echt schweinekalt ist heute. Ich weiß gar nicht, warum es heute so kalt ist. Die letzten Tage war es voll schön. Ich meine, heute ist es auch schön. Sonne. Blau, aber es ist halt wirklich richtig kalt. Ja, und ich weiß noch nicht genau, was ich mache. Foxy hat ein Stöckchen gefunden. Ja, mal schauen. Ich werde wahrscheinlich reiten, weil da wird mir ja warm. Aber ich bin noch so unmotiviert, weil jetzt ist mir noch so kalt. Mal schauen, mal schauen. Erstmal räume ich jetzt auf. So, aufgeräumt habe ich jetzt. Jetzt gucken wir mal den Stall hoch. Ich muss den Akku von der großen Kamera nochmal aufladen, damit ich dann gleich beim Reiten auch was filmen kann. Schauen wir mal. Unsere Tageskindergruppe ist schon da. Ich gehe mal direkt nach hinten durch. In meinem Schrank. So. Hier gibt es nämlich auch eine Steckdose, die kann ich auch alles aufladen. Und störe dabei keinen. Die Kamera stelle ich von hier hinten hin. Oh, mir frieren jetzt halt schon die Hände ab. Deswegen weiß ich nicht, ob ich wirklich Lust habe. Das tut so weh. Vielleicht langiere ich auch. Davon wird mir auch nicht wärmer. So, wo ist denn jetzt? Da. Da. So. Das ist gar nicht so einfach mit einer Hand. Das merke ich immer wieder, wenn ich vlogge, dass manche Dinge mit einer Hand gar nicht so einfach sind. Ich weiß auch gar nicht, ob ich meinen Schrank auf. So, geschafft. Ich habe heute auch mein... Ihr seid mir gerade abgestürzt. Ich wollte sagen, ich habe heute auch mein T-Shirt an, also mein voller Pusteblumen-T-Shirt. Das werdet ihr jetzt aber nicht sehen, weil es einfach so kalt ist. Aber ich habe es an. Und bald wird es das auch für euch geben, wenn ihr wollt. Hier bin ich auf jeden Fall. So. Jetzt gucke ich hier gerade in meinen Schrank rein. Ich bin auch nicht viel schlauer. Wenn ich richtig reite, wird mir halt auch richtig warm. Aber der hat die letzten Tage immer schon so fleißig was getan, deswegen könnte ich heute auch ein bisschen im Wässersattel rumdümpeln. Mal schauen. Mal schauen. Vielleicht stelle ich aber gerade mal bei Instagram die Frage, oder die Umfrage, die Funktion ist total geil. Bei Instagram. Was ihr lieber sehen wollt. Und je nachdem, wie ihr euch bei Instagram entschieden habt, seht ihr das gleich hier im Video. Also, ich hoffe, es ist verständlich. Ich mache das einfach mal. So, jetzt habe ich gerade schon mal die Lage gecheckt. Wieso die Lage in den Hallen ist, sag ich mal. Und weiß immer noch nicht genau, was ich mache. Aber ich werde jetzt schon mal. Übrigens mit meinem Handy, weil meine Filmkamera kaputt gegangen ist und ich kann auch direkt noch die Trennung mitnehmen. Oder Gamaschen. Jedenfalls, meine Filmkamera ist kaputt gegangen und mit der Spiegelreflex, mit der ich jetzt sonst meine anderen Videos mache,
möchte ich nicht vloggen, weil mir dann, glaube ich, tatsächlich der Arm einfach abfällt. Genau, deswegen heute mal mit Handy. Ich hoffe, also ich werde dann jetzt auch die Kamera, die Filmkamera irgendwie reparieren oder mir wieder eine zulegen. Huch. Weil das mit Handy nicht so die Lösung ist. Mal schauen. Jetzt hole ich erstmal Rovinio und putze wieder ein bisschen. Jo. Und dann mache ich ihn fertig zum Reiten. So, ich habe jetzt schon mal geputzt und den Beinschutz dran gemacht und schaut euch das bitte an. So sieht pure Motivation aus, würde ich sagen. Robin, bist du bereit? Ich glaube, er schläft. Naja, ich werde jetzt auf jeden Fall mal schauen, was meine Instagram-Umfrage ergeben hat. Und dann werde ich dementsprechend satteln. Da ist Esther, die kennt ihr auch schon aus einem meiner... meiner Fail-Videos. Toll. Mit dem Fürs. Ja, ist da, sag mal was. Nee. 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 Ich renne lieber sinnlos durch den. Ja, das hast du aber auch sehr schön gemacht. Ja. Was willst du von mir? Robin ist immer noch nicht motivierter. Ich hole jetzt erstmal den Sattel und dann geht's los. Ne, Robin? Dann kommt die Motivation. Oh. Da wackelt schon mal das Ohr. Oh. Ja, ich glaube, er hat voll Bock. Hast du Bock? Ja, ich glaube, er hat voll Bock. So, ich habe gesattelt. Und für welchen Sattel ich mich entschieden habe, seht ihr gleich, wenn ich reite. Ich verrate es jetzt nicht. Ich gehe jetzt in die Halle. Und dann werde ich ein bisschen reiten. Ich sitze schon mal auf dem Pferd. Und wie ihr seht, habe ich keine Trense drauf. Das heißt, ich bin mit besserem Sattel unterwegs. Da seht ihr es. Muss auch mal sein, ein bisschen Spaß reiten. So, ja, ich reite immer noch mit Abschützdecke. Und ich werde hier aber gleich abmachen. Und dann werde ich auch die große Kamera anmachen. Die steht hier auch schon bereit. Mein Bau war ja heute mal ganz fürchterlich, wenn sie warten muss. Genau, aber ich habe halt nicht so viel Akku auf der großen Kamera, deswegen werde ich nicht ganz so viel filmen. Aber ich bemühe mich auf jeden Fall den Trab und den Galopp drauf zu haben. Und so viel mache ich heute auch gar nicht, weil ich nämlich nach Hause muss und ein bisschen was am Schreibtisch machen muss. Alles klar. Ich habe gerade gesehen, dass der Akku, den ich gerade zu 70% vollgeladen habe, leer ist. Also scheint da irgendwas mit dem Akku nicht zu stimmen und ich werde jetzt einfach mein Handy hier an die Bande stellen und hoffen, dass das wenigstens noch ein bisschen filmt, weil iPhone mag ja Kälte eigentlich auch nicht so gerne. Aber gucken wir mal, ne? Probieren wir mal.
Ich bin jetzt fertig mit Reiten, ich bin ziemlich rot im Gesicht gerade. Ich habe es auch erfolgreich geschafft, den Akku des Handys auch total platt zu machen. Und deswegen verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal von euch und sage Tschüss und bis zum nächsten Vlog.